1000 Mücken versus Hanf-Freunde. Heute wird's relativ krass. Okay. Heute wird's sehr krass. Und wir schauen uns an, was passiert eigentlich mit deinem Blut in einer Mücke, wenn du tatsächlich gestochen wirst. Freunde, das zu diesem Thema. Let's go. Und zwar haben wir hier diesen Typen, der uns dieses Moskito-Spray oder diese Moskitosalbe präsentieren möchte, ja. Und der hat jetzt, er sprüht jetzt die eine Hand damit ein, also, oder cremt sie damit ein, Freunde, das sehen wir hier. Und auf der anderen Hand hat er das nicht drauf. Und jetzt, Freunde, jetzt wird's krass. Okay, also C und T Hand hat er, ja. C für Control Hand, T für Test Hand. Control heißt zur Kontrolle. Okay, was steckt er zuerst rein? Erstmal die Kamera, alles klar. Okay, er stellt die Kamera auf, alles klar. So, meine Damen und Herren, okay, die setzen sich schon alle auf die Hand. Oh mein Gott, ich will Panik bekommen. Okay, das ist C, das ist seine Controller, das ist seine unbehandelte Hand. Oh mein Gott, und die setzen sich da schon alle drauf. Der wird doch jetzt zigfach gestochen. Aua. Wie macht er das? Bilde ich mir das nur ein oder sieht er auch schon so ein bisschen geschwollen aus, die Hand? Auf jeden Fall setzen sich jetzt alle Moskitos, alle Mücken auf seine Hand. Und der wird jetzt ja zigfach gestochen. Aua, das tut weh. Okay, er nimmt sie jetzt raus. Und guckt euch an, wie voll die ist, Freunde. Okay. Er schüttet die alle ab. Ah, oh mein Gott. Panik. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommt die Test-Hand rein, also T. Okay, die sieht auch irgendwie geschwollen aus. Okay, vielleicht sind das auch einfach seine Hände. Auf jeden Fall, diese Hand ist eingesprüht. Und ihr könnt sehen, dass wirklich sich kein einziger Moskito sich auf die Hand setzt. Okay, das funktioniert wirklich. Alles klar. Er macht jetzt hier auch noch weiter. 2 hours post-application, also 2 Stunden nach dem Anwenden, Freunde, haben wir natürlich hier wieder seine unbehandelte Hand. Oh mein Gott, ich sterbe, ne? Und hier natürlich seine behandelte Hand. Hier sitzt nicht ein Moskito. Oh, da setzt sich einer drauf. Oha, was macht der? Na, okay, weg ist er. Der setzt sich drauf, hat kurz einmal geschleckert, so. Und geschmeckt so, was ist das denn? Und bleibt weg. Okay, jetzt macht er sogar 5 Stunden, nachdem er das eingecremt hat, Freunde. Hier natürlich erstmal seine normale Hand. So, ne, wir sehen, die Mücken sind alle am Start, ja, hier liegen schon richtig viele tote Mücken. Sind die, weil die gestochen haben, sterben die da? Ich weiß das gar nicht so genau. Und jetzt seine behandelte Hand. Oha, jetzt setzen sich nach 5 Stunden, setzen sich natürlich schon die ersten hier drauf, Freunde. Freunde, hier sehen wir das nochmal vom Namen, wie es aussieht, wenn so ein Moskito tatsächlich Blut trinkt. Ihr seht dieser Ballon hier hinten, wie der immer größer wird. Und Freunde, das ist jetzt unglaublich, was jetzt passiert, Freunde. Denn sie übertrinkt sich und gleich platzt es. 3, 2, 1, da ist es. Super, wofür hast du denn, Bro, wofür hast du das jetzt getrunken, wenn du jetzt dein ganzes Blut wieder verlierst? Ganz starke Nummer auf jeden Fall. Sackstarke Nummer. Und jetzt, Freunde, stellen wir uns natürlich die Frage, warum trinken Mücken überhaupt dein Blut oder Moskitos? Und vor allem, was passiert mit dem Blut, wenn es im Moskito ist? Mücken ernähren sich häufig nicht nur von Blut, sondern auch von Wasser und Nektar. Aber genau, also stellt einfach eine Schüssel Wasser ins Zimmer, ja, dann fliegt ihr zum Wasser. Spaß, das hilft leider. Das wäre sehr schön, wenn es helfen würde. Das wäre sehr schön. Aber das hilft, um kleine Fridolins fernzuhalten, weil die gehen immer zur Wasserschüssel und schlappern dann so ein bisschen Wasser, ne? Beim Menschen verändert sich ihr Leben radikal, wenn sich ein starkes Gefühl wie die Liebe meldet. Mhm. Okay. Am 3. Lebenstag trifft das Weibchen bereits seinen Stecher. Aber das Glück währt nicht lange. Was? Ähnlich wie es manchmal mit Menschen geschieht, fliegt der Mann nach dieser glorreichen Liebesnacht leider weg und die Frau ist gezwungen, für sich und ihre Kinder zu sorgen. Und wie jede andere Mutter auch, muss sie ihre Ernährung mit zusätzlichen Vitaminen und Spurenelementen ergänzen. Vor allem aber braucht sie Eiweiß, Proteine, um ihren ungeborenen Nachwuchs zu ernähren. Jetzt kommt das menschliche Blut ins Spiel. Die Mütter trinken menschliches Blut aus einem einfachen Grund. Das Protein, das sie daraus gewinnen. Ah, also das sind nur weibliche, die das trinken. Männliche stechen gar nicht. Nur weibliche Mücken stechen. Und dann nur um ihren Kindern Proteine zu geben. Oha! Sie verdauen unser menschliches Blut für 2 bis 3 Tage, woraufhin sie ihre Eier in einem geeigneten Wasserbehälter ablegen können.
Die Mutter investiert viel in dieses Unterfangen und stirbt oft bei der Geburt. Also die, die trinken sich voll. Wir haben ja gerade gesehen, wenn so eine Mücke platzt. Und das verdaut sie dann über 2 bis 3 Tage, oder was? Eine einzige Mücke benötigt Blut so nur einmal in ihrem gesamten Leben. Und das einfach den Kindern zuliebe. Interessanterweise brauchen Sie. Also warte mal. Zur Ernährung brauchen die das gar nicht? Die machen das nur, wenn die Kinder bekommen, um die Kinder zu ernähren. Fertig. Während die noch in ihr drinne sind. Und bei der Geburt sterben die dann oft, die Mütter. Okay, krass. Stechmücken in Städten, überhaupt kein Blut. Diese Spezies hat sich für das Leben in unseren Metropolen angepasst und nimmt sich alle lebenswichtigen Nährstoffe aus dem Wasser. Ist es vorstellbar, dass diese niedlichen, scheinbar harmlosen kleinen Wesen einem Menschen das gesamte Blut absaugen könnten? Wissenschaftler der University of Cincinnati fanden heraus, dass Mücken sehr viel menschliches Blut begehren und trinken, wenn ihnen Wasser fehlt. Also wenn man jetzt 1 Million Mücken auf Menschen schicken würde, die könnten den leer trinken? Laut dieser Studie, wenn die Temperatur über 77 Grad Fahrenheit oder 25 Grad Celsius beträgt, begeben sich rund 30% der Weibchen dann auf eine intensive ernährungsbedingte Suchmission und werden dabei viel aggressiver. Viele tun einem gar nichts, oder was? Also nur weil man eine Mücke im Zimmer ist, heißt es doch eigentlich lange nicht, dass die entstechen, weil die haben ja nicht immer Kinder. Es muss ja auch nicht vielleicht eine weibliche Mücke sein. Ich weiß es nicht. Diese Mücken sind für mich ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Während einer Dürre riskieren wir also, Opfer von Horden tollwütiger und feindseliger Mücken zu werden. Sicherlich keine beruhigende Tatsache, insbesondere wenn wir die jüngste globale Erwärmung berücksichtigen. Und was wäre, wenn die Männchen aufgrund höherer Temperaturen plötzlich auch menschliches Blut haben wollen? Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so abwegig ist an einem Stück. Also okay, also für die Kinder, nochmal. Für die Kinder wollen sie auf jeden Fall Blut haben wegen der Proteine. Aber um sich zu ernähren, können sie eigentlich aus dem Wasser ziehen. Aber klar, wenn die mal Bock haben auf einen geilen Snack, beziehungsweise sie gerade kein Wasser haben, dann trinken die auch Blut. Stechmückenschwarm zu sterben, der dein gesamtes Blut stiehlt. Wissenschaftler der University of California beschlossen zu prüfen, was passiert, wenn männliche Mücken auch menschliches Blut trinken würden. Sie teilten die Männchen in 3 Gruppen auf. Die erste Gruppe erhielt nur Zucker zum Essen, die zweite Zucker und Blut und die dritte nur Blut. Die, die die süße Zuckerdiät zu sich nahmen, lebten 28 Tage lang glücklich. Die Mückenmänner, die eine Mischung aus Blut und Zucker tranken, erlebten nur 7 Sonnenauf- und Untergänge. Hä, was? Und diejenigen, die nur Blut tranken, hatten eine Lebenserwartung von nur 3 bis 5 Tagen. Hä, was? Ich hätte es andersrum gedacht, dass die nur Zucker bekommen hatten, viel kürzer leben, weil Blut ja eigentlich gesund ist für die, oder nicht? Aber warum? Okay, das erklären die jetzt. Okay. Unser menschliches Blut tötet also eine männliche Mücke. Das heißt aber nicht, dass er es nicht trinken kann. Dieselben Wissenschaftler setzten das Experiment fort und gaben den Insekten die Wahl. Blut oder zuckersüßer Sirup. Die Hälfte wählte das Blut. Am Ende wirst du also immer noch von 50% der männlichen Stechmücken gebissen, die sich nach dem Zeug sehnen. Also die können das nicht richtig unterscheiden, oder was? Also männliche brauchen halt nicht so viel Blut. Ich glaube, weibliche würden lange überleben damit. Die brauchen anscheinend Blut, aber männliche... Fügen wir einige aggressive, schwangere Weibchen hinzu und schon haben wir eine echte Bande von Blutsdieben, die dir an die Adern will. Klar. Schwangere Weibchen sind das Krasseste, die stechen auf jeden und Fall 100%. Nicht, dass diese Diebe und Hooligans bei der Verfolgung auf diese saftige Beute schlapp machen. Zumindest glaubt das ein Forscherteam des Pasteur-Instituts in Paris. Das will herausgefunden haben, wie sehr diese bösartigen, blutrünstigen Tiere... Diese Pariser Wissenschaftler zeigten vor allem die erstaunliche Flexibilität des Rüssels der Stechmücke. Die hautdurchdringende und blutsaugende, mundähnliche Ausstülpung, die sich aus dem Gesicht der Mücke herausstreckt. Laut der Forscher sieht der Rüssel nur hart und steif wie eine Nadel aus. Wenn die Mücke deine Haut durchbohrt, weiß sie nicht einmal genau, wo sich deine Blutgefäße befinden.
Der flexible Rüssel besteht aus 6 separaten, dünnen, nadelförmigen Mundstücken, von denen jedes die Haut durchbohrt und in deinem Fleisch herumsucht. Ne. Was alles passiert? So eine Mini-Mücke auf deiner Haut, du kriegst nichts mit, was da alles passiert. Diese Rüssel suchen einfach von alleine die Blutlaufbahn. Also, lieber Gott, ganz ehrlich, was hat er sich dabei gedacht, als er dieses Tier erfunden hat, die Mücke? Keiner braucht den Scheiß. So können diese kleinen Vampire 6-fach nach Blutkundschaftern, bis sie endgültig den Schatz finden. Aber das habe ich mich schon immer mal gefragt, wenn die reinstechen, die können ja auch manchmal nur Haut treffen. Wie schaffen die das, dass die immer Blut aus jeder Stelle rauskriegen? Und du kannst dir sicher sein, dass die Mücke früher oder später bekommt, was sie will. Und wenn es endlich ein Blutgefäß findet, schleckt sie buchstäblich mindestens 4 Minuten lang an deinem eiweißreichen roten Saft. Aber warte eine Sekunde. Sind wir wirklich so gefühlstaub, dass wir nicht das Eindringen dieser blutsaugenden Rüssel in unseren Körper bemerken? Hey, doch, merkt man doch. Also ich merke das. Hey, wenn man gestochen wird, man merkt das doch extrem, oder? Das ist so ein kleines Pieken und Jucken tut's dann an der Stelle, oder nicht? 240 Sekunden lang? Nun ja, wenn wir es nicht direkt sehen, liegt das an ihrer List und Verschlagenheit. Schon in der ersten Phase, in der die Mücke die Haut untersucht, benetzt sie dich mit einem besonderen Speichel, der Entzündungen verhindert. Was ist krank? Da kommt ein Speichel raus, der einfach Entzündung verhindert. Wenn es keine Entzündung gibt, gibt es auch keine störenden Signale von deinem Körper. Nö, deswegen merkt man auch oft nichts. Vor diesem Angriff warnen. Darüber hinaus verhindert der Moskitospeichel, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und das Blut gerinnt, sodass das Blut mit vollem Dampf weiterfließt. Die sind schon clever. Die wissen genau, wie man sich das Blut holt, Freunde. Die wissen genau, wie man sich das Blut holt. Freunde, machen kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magengangster, das Kanalmitglied Juni und Rocky Coolgirl, an Hundrich von Heinzefeld und an den Niklas Struck. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreibe einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. All dies macht aus einem einfachen Bissen ein Gala-Dinner für dieses unheilige, dämonische Insekt. Aber noch einmal müssen wir uns fragen: Wie lange würde es dauern, bis einer dieser Diebe das gesamte Blut einer Person bis zum letzten Tropfen abgesaugt hat? Okay. Laut Dr. Daniel Landau von der University of Florida hat ein Erwachsener etwa 1,5 Gallonen oder 5,7 Liter Blut. 5,7 Liter Blut. Es ist schwierig, sich eine Mücke vorzustellen, die so das ist eine Menge, 5 Liter. Viel auf einmal trinken kann. Das ist natürlich Blödsinn und völlig unmöglich. Der Trick ist jedoch, dass diese winzigen Blutsauger nicht unser gesamtes Blut trinken müssen, um uns zu schaden. Es gibt einen guten Grund, warum Ärzte nicht mehr als 450 Milliliter Blut von Spendern nehmen. Das sind etwa 8-10% des Gesamtvolumens in unserem Körper. Nach Angaben des American College of Surgeons wirst du, wenn du 15% deines Bluts verlierst, schwere Nebenwirkungen wie einen schnelleren Herzschlag, schnelles Atmen und leichte Übelkeit verspüren. Mhm. Vampire saugen ihren Opfern nur so viel Blut aus, dass sie ihnen nicht langfristig Schaden zufügen. Zumindest Vampire? Gibt's Vampire? Was? Sagen das einige Physikstudenten der Leicester University. Sie denken, wenn ein Vampir nicht vorhat, eine Person zu töten, sondern einfach nur einen kleinen Schluck haben will, wird er ungefähr 6 Minuten für seinen Snack brauchen. In dieser Situation ist es wichtig, dass der Blutsauger sich bei 15% auch satt fühlt. Denn wenn eine Person 20% ihres Blutes verliert, beginnt ein sogenannter hämorrhagischer Schock. Das ist ein Zustand, in dem du deinen Puls erheblich schwächen würdest, deine Haut tödlich blass werden würde und du wahrscheinlich ohnmächtig wirst. Und wenn 40% deines Blutes verloren gehen, stirbst du. Oha, aber 40%, das wusste ich gar nicht so genau. Also bei Unfällen zum Beispiel verlieren ja manche Menschen sehr, sehr viel Blut. Also okay, 40%. Der Tod durch das sogenannte Ausbluten tritt bereits nach nur 4-5 Minuten ein. Die Ursache kann eine Verletzung durch einen Unfall, ein Stich mit einem Messer oder ein Mückenstich sein. Du erinnerst dich sicherlich, dass die Dauer eines Bisses etwa 4 Minuten dauert. Mhm. Die Frage ist also, wie viele Mücken gleichzeitig mit dem Trinken beginnen müssen, um einen tödlichen Ausgang zu verursachen. Wie viele Mücken sind nötig, um uns auszusaugen?
Okay, also, wir müssen 40% des Blutes verlieren. Tatsächlich gibt es mehr als 3500 verschiedene Arten von Stechmücken. Und alle kommen in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichem Appetit und unterschiedlichen Temperamenten daher. Allein nur Mückenarten 3500. Ich könnte nicht mal 3500 Tiere aufzählen. Und es gibt allein 3500 Mückenarten. Die Mykus, Mykus interruptus, Mykus vulgaris, Mykus almanus und Mykus magi. Magimus, ja. Nehmen wir an, du hast nicht viel Glück und bist über die aggressivste und größte aller Arten gestolpert. Die asiatische Tigermücke. Mhm. Die hungrigen Weibchen trinken 5 Mikroliter pro Biss. Um für diese Spezies das gesamte Blut eines durchschnittlichen Erwachsenen zu trinken, sind also 1,1 Millionen Tigermücken erforderlich. Um das ganze Blut oder 40%? Ich glaube, das ganze Blut. Es versteht sich von selbst, aber ich sage es trotzdem, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich ein solcher Schwarm an einem einzigen Ort befindet. Ja, 1,1 Millionen. Nein, also, das, also realistisch ist das nicht. Aber es ist interessant, dass man 1,1 Millionen der größten Mücke bräuchte, damit ein Mensch leergetrunken wird. Außerdem ist auf dem Körper nicht genug Platz für all diese kleinen, blutrünstigen Teufel. Nee. Im Durchschnitt hat eine Person ungefähr 2 Quadratmeter Haut, die den Körper bedeckt. So werden nur etwa 6300 dieser Blutsauger Landerechte erhalten können. 6300 passen auf den Körper. Das ist ja weit entfernt von 1,1 Millionen. Die dringen ja nicht tief ein. Die kriegen die ganze Haut, das ganze Blut aus der oberen Hautschicht raus. Aber wir haben ja noch dicke Arterien in unserem Körper. Da kommen die ja gar nicht ran. Rest muss warten. Und komm, hast du jemals so etwas beim 6300 zur Zeit und dann nacheinander Mücken gesehen? In der Realität ist das Risiko, an einem totalen Blutverlust durch Mückenstiche zu sterben, so gut wie null. Das sind erstmal gute Nachrichten, oder? Mhm. Aber die können Krankheiten, giftige Krankheiten übertragen. Ich glaube, das ist bei Moskitos eher das Gefährliche. Schlechte Nachricht ist allerdings, dass du an einem einzigen Biss schon sterben könntest, von einer einzigen Mücke. Kein Wunder, dass Wissenschaftler diese Insekten in die Liste der gefährlichsten Kreaturen der Erde aufgenommen haben. Ist sogar, ich glaube, der Moskito, die Mücke ist verantwortlich für die meisten toten Menschen als kein anderes Tier. So Zecken, Mücken und so, das sind die richtig gefährlichen Tiere, an denen die meisten Menschen sterben. Nicht Haie oder Elefanten oder so. Moskitos sind Überträger von Malaria, Gelbfieber und Enzephalitis. Ja. Gegen Gelbfieber bin ich geimpft, Freunde, als ich nach Ghana geflogen bin. 725.000 Menschen an den Stichen infizierter Stechmücken. Meist sind diese Opfer Bewohner von Städten mit heißem und feuchtem Klima. In diesen Ländern haben teilweise hohe prozentuale, haben richtig viele Menschen Malaria. So, die sind nur einfach ein bisschen immun dagegen, weil das da so ganz normal ist. Da haben unglaublich viele Malaria, die können die ganze Zeit gestochen werden, das ist nicht schlimm. Malaria ist vor allem für uns gefährlich, weil wir mit diesem Virus in vielen Generationen nicht in Verbindung kamen. Aber die, deren Eltern wurden schon gestochen, deren Großeltern wurden schon gestochen, die hatten alle schon Malaria. So, deswegen ist das für die nicht so gefährlich. Dort sind dehydrierte und hungrige Mücken besonders grausam. Es besteht jedoch kein Grund zur Panik. Ja, es stimmt, dass niemand vor einem zufälligen Treffen mit diesen berüchtigten, blutsaugenden Dieben völlig sicher ist. Die Risiken können jedoch minimiert werden. Das Journal of the American Association for the Prevention of Mosquitoes hat berichtet, dass Mücken vor allem von viel Kohlendioxid angezogen werden, das sich in und um deinen Körper herum befindet. Okay. Zum Beispiel, wenn du im Freien trainierst und viel schwitzt. Oder wenn du an einem heißen Sommertag Bier trinkst. Okay. Um nicht Opfer von Mücken zu werden, probiere lieber dazu Eukalyptusöl. Nicht im Bier, auf der Haut. Denn Moskitos hassen das. Also ich hatte auch, als ich in Ghana war, hatte ich ein Spray. Und ich habe auch eine Malaria-Prophylaxe bekommen. Also ich habe Tabletten genommen. Also wenn was passiert wäre. Oder nee, das zögert das nur raus, glaube ich. Damit ich schnell ins Krankenhaus komme und ein Gegengift. Oder irgendwie so. Irgendwie habe ich auf jeden Fall Tabletten gegen Malaria genommen. Das Zeug. Forscher behaupten, dass diese einfache, vorbeugende Maßnahme selbst die hungrigsten Weibchen davon abhält, dich zu beißen, um dir das Blut zu entlocken.
Also, pass gut auf dich auf, gib uns einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Ja, Freunde, genau. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Das auf jeden Fall zum Thema 1000 Mücken, wo ist es Hand? Beziehungsweise, was passiert mit deinem Blut in einer Mücke, Freunde? Sehr interessantes Video fand ich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und auch ein Abo. Hier kannst du abonnieren. Hier siehst du meinen Merchandise-Shop. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Checkt die auf jeden Fall gerne ab. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein, ciao, ciao. Euer Elmargo.